Badewetter herrscht am 3. Aprilwochenende definitiv nicht. Trotzdem machten sich am 16. April viele ins Naturbad Niederwieser auf. Das hatte sich wieder zu einem besonderen Einkaufstempel verwandelt, zum Naturmarkt. Wir veranstalten das ungefähr seit 4 Jahren jetzt mit der Corona-Pause. Das war natürlich ein bisschen eine Pause da in der Veranstaltungsreihe, immer im Frühjahr und im Herbst. Und das werden jedes Jahr immer mehr Händler. Also wir haben mal angefangen mit 15, jetzt sind es deutlich mehr schon geworden. Die kommen aus ganz Deutschland, also hauptsächlich aus dem mitteldeutschen Raum, regional, aber auch im Herbst hat man zum Beispiel Blumenzwiebelhändler aus Potsdam. Das Angebot der Händler wird von den Besuchern gut genutzt. Die Besucher hatten wir letztes Jahr, im Frühjahr waren es 1000, im Herbst hatten wir deutlich mehr. Dieses Jahr werden wir, je nachdem wie die Wetterlage sich heute noch entwickelt, dann wahrscheinlich irgendwas dazwischen haben. Einen Naturmarkt in einem Naturbad auf die Beine zu stellen. Die Idee war eigentlich so entstanden, dass wir selber mit unseren Kiwibären ja deutschlandweit auf die Märkte fahren. Und dann überlegt haben, weil ich den Frank Buschbeck, den Eigentümer vom Naturbad, gut kenne, hatten wir uns überlegt, dass wir sowas vor Ort hier mal veranstalten. Und der Frank war da sehr offen dem gegenüber. Und deswegen haben wir uns da zusammengetan und veranstalten hier den Markt immer einmal im Frühjahr, nämlich Ende April, und einmal im Herbst, Mitte Oktober. Wer den Naturmarkt noch nicht kennt und wissen möchte, was ihn hier erwartet. Wir haben hier beim Sortiment alles Mögliche, von der Baumschulware, unsere Kiwi-Pflanzen, Essigprodukte, Tiroler Spezialitäten, Kunsthandwerk, ganz viele verschiedene Sachen zum Essen jetzt mittlerweile auch. Also es gibt heute Langosch und Krapfen und Spezialitäten vom Röslerhof. Also es sind jetzt nicht nur Bio-Produkte, sondern das sind hauptsächlich so von Regionalanbietern. Alles, was Kunsthandwerk, Essen und Pflanzen betrifft. Und der große Spielplatz sorgt dafür, dass bei einem Familienausflug auch die Kleinen auf ihre Kosten kommen.